Moshi Moshi Leute, hier ist Players 80 und wir spielen Cave Story. Und ja, wir haben die nette Curly getroffen. Die meinte, oh, ein Roboter, das ist ein Feind, den müssen wir platt machen. Was eigentlich der nicht so ist, weil wir sind ja keine Feinde. Also zumindest jetzt habe ich ja keine böse Absicht gehabt, aber das wusste sie nicht und meinte, mich angreifen zu müssen. Naja. Nach dem Missverständnis war sie so nett, hat mir eine Waffe gegeben, obwohl ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war und bloß immer schießen und schießen und schießen und schießen. So, überhaupt, sie passt auf eine Gruppe Mimiga-Kinders auf, was ich übrigens irgendwie süß finde, weil das zeigt eigentlich ihr weiches Herz und das ist ziemlich ungewöhnlich, wenn man... Autsch. Verdammt. Ali, du bist böse. Du sollst dich was schämen. Aber ich glaube, du bist noch stolz darauf. Ja. Und, okay. Weil das irgendwie ein bisschen kaum zu glauben ist, wenn man bedenkt, dass sie ein Mimiker-Schlechter war. Das sagt sie ja selbst, dass sie wie die anderen... Mimikas abgeschlachtet hat. Wir erinnern uns, Professor Booster hat ja was erzählt, dass vor 10 Jahren eine Armee von Robotern auf die Insel abgesetzt wurde, um ja Terror zu machen. Oh, ich sehe was. Ich sehe was, was mir nicht gefällt. Bin ich eigentlich überhaupt in der richtigen Richtung? Wo muss ich denn... Oh-oh. Ich sehe, Balrog hat in seiner Aufgabe versagt. Du schon wieder, Misery. Mädel, du bist gruselig, wenn du so guckst. Was kommt? Hä? Was ist das? Oh. Toll, und ich kämpfe. Ach ja, ich hab die blöde Waffe umgetauscht. Ist das ein Oktopus? Ach je. Alter, was bist du für ein Viech? Nein, nicht da reinrennen. Das Ding ist auch Level Down. Verdammt. Hier, frisst das. Das ist so ein Käfer. Das ist so ein abgefuckter Käfer. Verdammt. Du bist mir mehr zu nah. Hau ab. Das wäre so ein Oktopus. So. Scheiße, das ist ein Roboter. Alter, jetzt hüpft das verdammte Ding durch die Gegend? Oh Mann, ich wechsle die Ver... Oh oh, das Viech kommt mir zu nahe. Schießen, schießen, schießen. Und ich habe noch einen Hund auf meinem Kopf. Verdammt doch mal, das war eine scheiß Idee, Waffe umzutauschen. Äh,
Aber wenigstens, ich kann da durch. Ich, wenn er so springt, kann ich dazu. Und wieso verdrücke ich mich wieder? Ich hasse das. Oh. Na super, Waffe leer. Ich glaube, wenn der auf mich fällt, bin ich tot. Alter. Warum mache ich das nicht eigentlich so, dass ich immer wieder in einen Raum reingehe, Monster respawnen lasse und dann... Und solche Sachen. Warum mache ich denn sowas nicht? Weil ich einfach weiterspielen will. Ich habe natürlich einen Hund auf dem Kopf, also die ganze Zeit, aber das stört den Welpen nicht. Ich meine, hier geht echt die Post ab, aber... Ganz losgelassen. Oi, was für ein Flash. Omega? Das Ende? Der letzte Buchstabe des Alphabets? Hey, die wollte ich einsammeln. Der Fluch der Sandsteine ist weg. Okay. Ich hab's geschafft. Okay. Und ich drücke wieder daneben. Komisch, alles im Gesicht. Wenn er mich auch auf mich stürzen will, hat sie bei kurzem Auge. Ich hab's geschafft. Das war mal irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn ich beim letzten Kampf denke. Oh, verdammt! Du. Na. Man merkt übrigens, welche Let's Play ich auch gerne gucke. Ich meine, Alligator, hä? Welcher Let's Player kann da wohl damit gemeint sein, hm? Ja, genau. Eibladi. Übrigens, geiler Let's Player. Ich finde, ja, cool, obwohl. Ich habe bisher nur einen Let's Player gesehen, der mir nicht sonderlich gefiel. Da muss ich auch sagen, aber sonst... habe ich bisher immer Glück gehabt mit den allen Let's Player. Obwohl jeder Let's Player hat irgendwie so, wo man sagen kann, ja, der hat seinen Stil und das ist gut so. Nein! Ich bin... Verdammt. Mann, Cory, ich will meine Waffe wieder haben. Los. Und schießen, 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 schießen. Nein, 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 nicht da rein. Da ist ein böses Krokodil. Sehr böse. Okay. Wo will ich eigentlich jetzt hin? Oh, du kleine, miese Zecke, du! Ich sollte auch mal aufpassen. Wäre ein bisschen blöd, wenn ich jetzt sterben würde. Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Du blödes Viech! Meine. Warum bin ich eigentlich so blöd und gehe eigentlich unten lang? Wenn das so weitergeht, werde ich das wohl nie aufleveln. Das Problem ist nur, ich muss... Nein, nein, nicht darunter. Nicht darunter.
Da ist nämlich ein böses Krokodil. Moment mal. So, gehen wir mal da. Da, wo die Hundepfote ist. Ja, machen wir. Okay, das war's von mir. Ich bin Pius 080 und wir spielen Cave Story.